Danke für den Hinweis auf den Kanal von Thomas Gast. Das wird übelst geil, Alter. Was sagt er zu Thomas Gast? Kann es sein, dass Thomas Gast das komplette Gegenteil von Joe predigt? Es ist ein geiles Dreieck. Wir entwickeln gerade so ein... Es ist das toxische Dreieck. Also, viele von euch haben sich's natürlich gewünscht. Nee, Spaß eigentlich überhaupt nicht. Aber wir gehen trotzdem rein. Ich bin ultra gespannt. Und zwar, worum geht's? Natürlich um Master of Expedition, Master of Survival, Joe Vogel. Und zwar hat er angekündigt, er bringt eine große Serie zum Thema Seven vs. Wild raus. Ich würde erst sagen, was alles falsch gelaufen ist. Ist natürlich völliger Quatsch, weil es steht ja schon dick und fett zur Hälfte im Thumbnail. Also die Hälfte des Thumbnails besteht nur daraus, dass da drin steht, alles falsch, Freunde. Ihr wisst es wieder, es geht weiter. Notizbuch ist am Start, Stift ist am Start. Ihr müsst selber auch mitschreiben. Als erste Grundlektion, Regel Nummer 1, zu dem ganzen Bums, den ihr bei mir seht, nicht, dass ihr da was falsch lernt. Es ist erstmal tendenziell alles falsch. So. Ich bin sehr gespannt. Oh, es ist Teil 2 von 8. Das heißt, wir werden noch richtig geil viel Content haben, auf den wir hier gemeinsam ein bisschen reagieren. Ich bin surprised. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Also, haben wir eigentlich schon rausgefunden, wo er sich aktuell befindet? Es ist sehr warm hier. Das sieht hier irgendwie nach Pina aus. Ich sag irgendwie, das ist was Mediterranes, oder? Könnte das sein? Es sieht so ein bisschen mediterran aus. Würde mich wirklich interessieren jetzt. Also, nur kein Flachs. Was, wo ist der Herr Vogel? Warum ist er da? Und was macht er da eigentlich? Griechenland? Stimmt, könnte sein. So Griechenland, ne? Sieht dann aus. Okay, wir gucken jetzt aber rein. Seven vs. White vs. Joe, Teil 2 von 8. Alles falsch. Was wäre das richtige Survival-Kit für die Show? Bin schon ein bisschen verwundert beim Titel. Ich habe schon eine leichte Befürchtung, dass der Herr Vogel die Regeln gar nicht kennt. Hey! Der Vogel baut immer sehr spannende Zusatzinfos hier ein in Form von Bauchbinden. Joe Vogel hört sich selbst gern sprechen. Okay. Joe Vogel hier. Liebe Fritz Meinecke Fans. Es ist wunderschön, dass ihr wieder da seid. So, ja, wir sind wieder da. So zahlreich mit Sicherheit. Ja. Und eine Vorbemerkung, weil die Metaebene nicht so euer Ding zu sein scheint. Es gibt und gab auf diesem Kanal immer Spielregeln und die bedeuten, dass einfache Ad hominem, in welche Richtung auch immer, sowie Beleidigungen oder Drohungen nie angezeigt werden. Die User werden ausgeblendet. Müsst ihr gar nicht erst versuchen. Dazu gibt's ganz kurz. Was? Ad hominem? Ich glaube auch, das wird, also generell die Serie, da müssen wir uns drauf einlassen, das sind keine Videos, die man einfach mal so snackt. Das sind Videos zum Durcharbeiten, Freunde. Das ist wie ein Lehrbuch. Das ist kein Roman, den man sich jetzt hier einfach mal so gönnt. So lapidar, das ist ein Sachbuch, das ist ein Arbeitsheft, was wir hier vor uns haben. Da wird, da muss auch mal eine Übung zugemacht werden, da muss mal was unterstrichen werden, nochmal neu gelesen werden. Deswegen spulen wir nochmal kurz zurück, ich hab's schon wieder nicht ganz verstanden. Irgendwas mit Atominur. Das einfache Atominer, in welche... Was ist das, ganz kurz? Das einfache Atominer? Ich will lernen, ich versteh's nicht. Und gab auf diesem Kanal immer Spielregeln und die bedeuten, das einfache Atominer... Was sind Atominer? Ad homine ist Latein. Und heißt was? Ad homine? Habe ich noch nie gehört. Atomein meinte er bestimmt. Gute Moin. Was ist das? Ist zu hoch, komm raus aus dem Video. Weibliche Atome? Ad homine gleich die Personen angreifen. Ich habe Wikipedia schon. Oh, sehr guter Kommentar. Ich habe Wikipedia schon auf dem zweiten Bildschirm, falls ich was nicht verstehe. Das ist wirklich ein sehr guter Hinweis, dass wir wirklich hier auch, das ist Mitarbeiten, Freunde. Das ist Mitarbeiten, das ist sehr gut, dass ihr auch, wir machen das gemeinsam, wir arbeiten uns gemeinsam durch diese Sache hier durch. Bildungssprachlich auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten des Menschen abgestimmt. Etwas ad hominem demonstrieren. Etwas so widerlegen oder beweisen, dass die Rücksicht auf die Eigenart der Person und die Bezugnahme auf die ihr geläufigen Vorstellungen, nicht aber auf die Sache selbst die Methode bestimmen. Alter, was? Ich habe nichts verstanden. Aber no joke, jetzt wirklich Real Talk, neben dem ganzen Flachs, den ich hier mache, das erinnert mich gerade super krass an die Schulzeit. Es gab immer Bedeutungen und Definitionen von Worten, die ich mir durchgelesen habe und ich dachte mir so, ich raff es nicht. Warum muss man etwas so kompliziert beschreiben? Kann man nicht einfach ganz normal sprechen? Aber ich glaube, da ist,
Ich gebe es offen und ehrlich zu, ich bin einfach zu dämlich dafür. Aber ist egal, wir verhaspeln uns hier gerade in der Situation. Irgendwas mit Atomine, keine Ahnung. In welche Richtung auch immer, ja. So wie Beleidigungen oder Drohungen nie angezeigt werden. Die User werden ausgeblendet. Ja. Müsst ihr gar nicht erst versuchen. Ja. Dazu gibt es zusätzlich von YouTube eine Art Shitstorm-Filter. Ist relativ neu. Das kann aber auch bedeuten, dass wenn viele Kommentare auf einmal reinkommen, dann werden die anderen Kommentare etwas verzögert angezeigt. Dann werden relativ viele nicht freigestellt. Ihr könnt trotzdem eure Kommentare an mich abgeben. Und dazu bitte ich euch, liebe Fritz-Meinecke-Fans, besorgt euch jetzt einen Edding oder Kugelschreiber. Wir warten so lange auf euch, okay? Sehr gern. Wer braucht noch einen? Ich habe zwei Eddings. Habe ich am Start. Ich habe noch einen dritten Edding, einen weißen, falls er schwarzes Papier dabei hat. Man weiß nie. Ich habe auch noch hier so einen Stift. Okay. Joe, wir sind ready to go. Schreibbereitschaft hergestellt. Nein, meine ich wirklich. Ja. Für alle anderen, schön, dass ihr wieder euch reingeklickt habt. Heute wollen wir uns anschauen, wie ich das Format etwas besser gemacht hätte. Und da geht es vor allem um die Ausrüstung, die die Teilnehmer mitgenommen hätten. Das erfahrt ihr heute alles hier. Das ist ganz kurz. Ich habe mal eine Frage. Es scheint ja so, sonst würde das ja nicht so ansprechen, als hätte er die Reaction mitbekommen gesehen. Das heißt, ich gehe stark davon aus, lieber Joe, dass du das jetzt gerade siehst. Ich hätte wirklich mal eine ernsthafte Frage. Vielleicht magst du das ja in einem der späteren Teile mit aufnehmen, weil so wie es jetzt aussieht, ist das quasi so also wird die Folge nach und nach produziert und es sind noch nicht alle fertig. Mich würde tatsächlich wirklich interessieren, jetzt wirklich mal Retalk Butter bei der Fische. Warum oder wie kamst du auf die Idee, in deine Thumbnails zu schreiben, Seven vs. Wild, alles falsch auszusprechen. Das würde mich wirklich mal interessieren. Was war da deine Intention? Und versuch's mal nicht mit lateinischen Worten zu umschreiben, sondern einfach mal auch für die einfachen Menschen, für die Menschen des Volkes und der Straße mal in normalen Worten zu beschreiben. Was für ein Gedanke ist da gekommen, zu schreiben, alles falsch? Also der Punkt ist ja, ich kann verstehen, jetzt wirklich Real Talk, dass wenn jemand Survival-Trainer sich mit der Materie auseinandersetzt, sagt, ey, pass auf, da sind Fehler passiert bei den Teilnehmern. Man hätte die Sachen besser machen können. Ich hätte das Konzept eher so gemacht und so. Das ist ja völlig, völlig fein. Finde ich sogar eine geile Sache. Ist ja ein spannendes Thema. Ja? Ich glaube nur, und ich würde sagen, dass ich dafür für einen Großteil der Leute spreche, ist halt die Frage, wie man so etwas rüberbringt. Man kann so etwas einfach als irgendwie eigene Meinung rüberbringen und so ein bisschen sagen, pass auf, so und so, das hätte ich anders gemacht oder das würde ich empfehlen, das und das hätte gefährlich werden können. Aber hinzugehen und quasi in seinem Thumbnail ganz dick und fett alles falsch zu schreiben und quasi mit diesen beiden Worten das komplette Projekt in den Dreck zu ziehen, frage ich mich, was da passiert ist. Also wie kam es dazu? Weil ich glaube, wir sind uns einig und ich glaube auch Joe, lieber Herr Vogel, du bist ja eigentlich alles falsch, war definitiv nicht. Weil wir wissen es alles zumindest im Nachhinein, irgendwie sind alle noch am Leben. Alle sind irgendwie klargekommen, so natürlich gab es sicherlich Sachen, die man hätte besser machen können, aber alles falsch finde ich schon harter Tobak. Ne? Aber das würde mich wirklich interessieren, so wie kann man die Serie so nennen? Und nur deswegen bin ich ja auch so ein bisschen mit dem Ellenbogen rein in die Videos. Und bei der Art und Weise bleiben wir natürlich auch. Teil 2 einer kleinen Serie. Und außerdem verrate ich am Ende, welches Buch ich Nova schenken werde. So, seid ihr wieder da? Wunderbar. Nehmt jetzt euren Stift und jetzt könnt ihr gerne einen dieser wunderbaren Nachblabber-Kommentare ankreuzen, was ihr mir schon immer mal sagen wolltet. Da müsst ihr es nicht immer einzeln nachschreiben. Das ist wunderbar möglich und das ist auch viel einfacher wegen der Rechtschreibung und alle können es lesen. Also. Geil, Alter, geil! Das feier ich. Herr Vogel hatte seinen ganz eigenen Humor. Und bring den hier um. Ich find's geil. Sag ich ehrlich. Feier ich. Finde ich gut. Aber auch wenn ich kein Latein kann und ich weiß, was Atomino heißt, weiß ich schon, dass ein Edding, ein sogenannter Permanentmarker, ja, lieber Vogel, es war eine Falle, ich weiß ganz genau, auf meinem Bildschirm nicht zu suchen hat. Deswegen werde ich das nicht ankreuzen, aber wir gehen mal kurz durch. Was für ein Vogel bist du denn? Würde ich erstmal so unterstreichen. Kann man ankreuzen. So, gehe ich mit auf jeden Fall. Du hast das nicht verstanden. Ja, würde ich auch ankreuzen, trifft auch zu. Du kennst die Regeln nicht. Ja,
trifft auch auf jeden Fall zu. Fritz hat das nie gesagt. Würde ich jetzt mal nicht direkt ankreuzen, weil ich nicht weiß, auf was sich das genau bezieht. Otto ist kein Profi. Würde ich auch mal offen lassen. Kommt immer darauf an, worum geht's genau, ne? Du kannst ja gar nichts. Würde ich auf keinen Fall ankreuzen. Weil das würde ich nie behaupten, dass Joe Vogel nichts kann. Das ist absoluter Quatsch. Er hat sicherlich schon viel im Leben gerockt, hat super Ahnung von vielen Themen. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Dass Joe Vogel wirklich ein Professional ist, steht außer Frage. Darum geht's gar nicht. Du bist nur neidisch. Würde ich auch nicht unbedingt an. Würde ich auch nicht sagen. Was für ein Unterstrich. Gut, da kommt jetzt, kann man eine Beleidigung einsetzen. Also bei der Hälfte gehe ich ungefähr mit, die ich hier ankreuzen würde tatsächlich. Ja. Der Punkt ist ja, dass ich mir als Ersteller dieser Videoserie mit Seven vs. Wild, alles ist falsch, mal Gedanken machen würde, wenn plötzlich doch recht viele Leute so reagieren. Und nicht nur noch einzelne, sondern doch schon eine sehr, sehr breite Masse. Da würde ich mir vielleicht mal Gedanken machen, ob es dann vielleicht auch an einem selbst ein bisschen liegen könnte. Ankreuzen, immer dran denken, jede einzelne Stimme zählt. Ja. Okay. Ich habe dir versprochen, dass ich dir zeigen möchte, wie das Format besser und realistischer werden würde. Und dafür müsste jeder Teilnehmer ein Survival-Kit dabei haben. Warum müsste jeder ein Survival-Kit dabei haben und warum müsste es Pflicht sein, dass alle Teile darin für verschiedene Aufgaben genutzt werden? Ganz einfacher Grund, die Männlichkeit, die toxische Männlichkeit. Wenn du jemanden fragst, hey, kannst du das und das machen? Du kannst entweder viele Werkzeuge verwenden, wenn du ein Schlappschwanz bist, oder du nimmst nur eine Machete. Dann sagen alle, ja, ich nehme nur eine Machete, ich bin ein Profi, ich bin ein Chat. Und genau diese Überheblichkeit, diese Hybris führt dazu, dass man dann im Dschungel verregnet, eingenässt, nass. Joe Vogel schon seit der 7. Klasse stubenrein. Er hat da mir was voraus. Ich bin's immer noch nicht. Sitzt und nicht wirklich weiterkommt. Okay, also wir halten kurz fest, die Aussage ist jetzt, dass alle Leute, die nur eine Machete genutzt haben oder mit hatten, also ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, Otto, Sascha und meine Wenigkeit, das nur wegen unserer toxischen Männlichkeit getan hat. Hat er recht. Muss ich ihm zustimmen. Genau das ist es. Endlich spricht es jemand aus. Ich habe es immer ein bisschen, Chat, wird immer so, aber Regel, haha, Herausforderung. Aber eigentlich ist es nur, weil ich zeigen wollte, was für dicke Eier ich habe. Hat nicht geklappt, wissen wir selber, aber naja. Toxisch, bin ich auf jeden Fall. Warte mal. Ich will mal wirklich kurz den Gag machen. Toxisch, Definition. Aber da kommt jetzt bestimmt halt sowas giftig, ne? Wie macht man das? Toxisch Charakter oder was? Was ist ein toxischer Charakter? Toxische Menschen lügen? Nee, das mache ich nicht. Kontrollieren? Ja, auf jeden Fall. Kontrollieren auf jeden Fall. Manipulieren. 50-50, würde ich sagen. Was ist wieder manipulieren, ne? Neben Lügen und der Manipulation? Nee, also das klingt zu negativ. Unmoralisch und unsozial. Unsozial würde ich mich wieder einstufen. Unsozial ist ja auch quasi gleich asozial. Da sehe ich mich wieder, ganz klar. Unmoralisch? Ah, ich weiß nicht. Nee, da sehe ich mich auch nicht. Ein Hauptmerkmal toxischer Menschen ist also mangelndes Mitgefühl. Das habe ich. Mangelndes Mitgefühl gegenüber anderen habe ich auf jeden Fall, ja. Mit anderen Menschen und deren Emotionen. Mangelndes Mitgefühl mit deren Menschen und anderen. Doch, da sehe ich mich. Also, ich würde sagen, nach den Definitionen, die wir gelesen haben, 50% bin ich schon toxisch. Wieder was dazugelernt. Schreib mir gerne unten in die Kommentare rein, ob du mit dieser Auswahl einverstanden bist. Fritz, du darfst dann gerne dieses System für deine nächste Staffel, wenn es die denn geben sollte, verwenden. Eine Sache bitte beachten, ich weiß, es gibt Regeln, wer wann wie viele Ausrüstungsgegenstände verwenden soll. Ja. Ich bin noch nicht blöd. Diese Regeln sind aber nicht Gott gegeben. Und genau diese Regeln sind es, die viele Bereiche innerhalb der einzelnen Folgen ziemlich langweilig machen. Ja. Übrigens, danke für den Hinweis auf den Kanal von Thomas Gast, der Legionär. Ich hab da mal... Übelst geil, Alter. Ich feier's. Ich feier gerade diese, merkt ihr das? Dieses Dreiecksgespann. Ich bin jetzt ultra hyped drauf. Was sagt er zu Thomas Gast? Weil Thomas Gast
Oder, also jetzt hört mal zu, pass auf, kann es sein, dass Thomas Gast als absoluter Survival-Profi im Bereich Fremdenlegion, Dschungel, härteste Überlebens-Survival-Länge der Welt, das komplette Gegenteil von Joe predigt? Oder, kann das sein? Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich kann mich dran erinnern, Staffel 1, 7 Gegenstände. Thomas Gast, viel zu viel. Ich nehme nur 3 Gegenstände. Ich bin ein krasser Motherfucker. Ich gehe da mit Sandaletten rein. 30 Tage. Boah, guck meinen Hodensack an, wie geprall er ist. So, ne? So, daraufhin jetzt System ein bisschen umgestellt. Für Leute, die fortgeschritten, würde ich sie mal nennen. Fortgeschritten sind weniger Gegenstände. 3 Leute davon haben nur 1 Gegenstand mit. So, jetzt schreit aber kein. Jetzt ist das gar nicht mehr Thema. Wird gar nicht mehr thematisiert von den Leuten, dass plötzlich jetzt nur noch 1 Gegenstand da ist. Jetzt kommt aber Joe Vogel rein, der wiederum sagt, toxische Männlichkeit, kompletter Scheiß, das hat nichts mit Survival zu tun, das ist absolut unrealistisch, du brauchst mehr, du brauchst Ausrüstung, Ausrüstung, Ausrüstung. Kleine, in einem kleinen Paket, bin ich gleich sehr gespannt, wirklich sehr gespannt. Es ist ein geiles Dreieck, wir entwickeln gerade so ein, es ist das toxische Dreieck, oder? Geil, ich lieb das. Da kommt eine ganz neue Dynamik hier in diese Survival-Szene rein. Okay, wir gucken weiter. In ein paar Videos reingeschaut, gar nicht so doofe Analysen und außerdem ist der Kollege wie ich starker Kaffeetrinker, also Profi-Tipp von mir, mal bei Thomas Gast reinschauen. Oh, jetzt Allianzen bilden sich, Verbindung entsteht. Thomas Gast und Joe Vogel fusionieren, um gemeinsam gegen Meinecke vorzugehen. So ein Ding wird das. Dann aber plötzlich hintenrum, bam, Angriff, so ein Ding wird das. Das ist wie bei einer guten Serie. Bei einer guten Serie, ne? Ich habe jetzt gerade Game of Thrones angefangen, bin erst Folge 2. Es gab auf jeden Fall gerade harte Vergewaltigung. Bei einer guten Serie hast du nicht gut und böse, sondern du hast gewisse Parteien. Innerhalb dieser Parteien gibt es gut und böse. Das switcht, es gibt Intrigen. Und diese Konstellation hat das aber auch nochmal miteinander. Und genau das entwickeln wir hier gerade. Macht euch wirklich auf saugeile Reaktionen und Videos gespannt. Das ist erst Teil 2 von 8. Es wird geiler. Es wird viel geiler noch. Außerdem, du hast mich gefragt, welche Sendung so ähnlich ist, die mit mehr Survival zu tun hat. Da gibt es eine englischsprachige Serie von Les Stroud schon seit 10, 15 Jahren. Die nennt sich Survivor Man. Wenn du des Englischen mächtig bist und googeln kannst, dann kannst du dir diese Sendung reinziehen. Da siehst du wirklich, wie man 7 Tage lang mit sehr, sehr wenig Ausrüstung draußen überlebt. Habe ich mir tatsächlich auf dem Flug, ich glaube nach Mauretanien war es, auf dem Hinflug eine Folge angeguckt. Das war, wo er irgendwie in Norwegen im Auto überlebt hat. Ja, ich weiß nicht. Also da war halt ein Schlafsack im Kofferraum. Dann hat er irgendwie 3 Tage lang im Auto gepennt, hat mit der Batterie ein bisschen Feuer gemacht und hat eigentlich 3 Tage im Schnee um das Auto rumgechillt und da irgendwie sich einen Tee gekocht und hat dann im Schlafsack im Auto gepennt. So. Hat mich nicht abgeholt, aber vielleicht war es auch eine schlechte Folge. Jetzt soll es ja um die Survival Kits gehen, okay, die ich jedem Teilnehmer mitgeben würde oder die ich selbst mitnehmen würde. Bin gespannt, weil tatsächlich das hier rechts finde ich schon sehr, sehr groß. Die Frage ist ja, wie definiert man ein Survival Kit? In meiner Annahme, wie ich für mich jetzt ein Survival Kit definieren würde, das wäre eine Art, sagen wir hier so, Pouch, Tasche, Box, die ich auf meinen Touren on top mit dabei hab, als Survival Kit zusätzlich. Ich will zum Beispiel wandern gehen, Survival Kit dabei. Ich mache eine Fahrradtour, Survival Kit dabei. Ich gehe Gleitschirm fliegen, Survival Kit dabei. Das heißt, so einen kompletten Rucksack als ein Survival Kit würde ich persönlich ein bisschen too much finden, weil dann müsstest du den ja immer zusätzlich zu allem noch dabei haben. Und eigentlich, wenn eine ganz persönliche Meinung, müsste ein Survival Kit so groß sein, dass du es am Mann trägst. Oder an der Frau, ne? Das heißt, eher etwas, was du in die Beintasche packst oder so. Für die Leute, die beim Bund sind, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es gibt sogar auch oder gibt so Lehrgänge mit so Survival-Kits, auch bundeswehrmäßig, und die sind dann wirklich in der Beintasche. Warum? Weil natürlich, wenn du jetzt so einen Pouch hast oder auch so einen Rucksack oder den Pouch im Rucksack, den Rucksack hast du halt nicht immer auf. So, der liegt mal im Lager, du gehst mal weg, es ist dunkel, du wirst vielleicht, keine Ahnung, kommt ein Tier, du rennst weg, du stürzt irgendwo runter, bla bla bla, du rennst da
rennst von irgendwas davon, musst den Rucksack abwerfen, du gehst ins Wasser rein, der Rucksack zieht dich runter, musst den Rucksack abwerfen, du bist im Kajak unterwegs, der Rucksack ist irgendwo im Kajak drin, das kippt um. So, deswegen meiner Meinung nach, wenn du wirklich realistisch, und das ist ja das, was er anspricht, ein Survival-Kit dabei haben solltest, das dein Überleben sichert, muss das am Mann sein, in Form von in einer Beintasche, in einer Jackentasche, die du anhast, oder am Gürtel dran. Und zwar am Gürtel würde auch gehen, ja. Ob es sich bei dem Projekt um ein Dschungelprojekt oder um irgendetwas anderes handelt. Die Taschen, die ich... Joe Vogel, den Tracker hört man eh nicht. Tracker? Ist der Tracker im Hintergrund? Hier Verwender sind von Tasmanian Tiger, die nutze ich selbst, habe ich auch selbst gekauft. Eine kleine Tasche, die ich als Survival Kit oder als Daypack verwende. Und hier mein Herrenhandtäschchen, in dem sind immer die wichtigsten Sachen, ein bisschen Erste Hilfe aus. Ist das nicht eigentlich ein Medic-Rucksack, oder? Von TT? Tasmanian Tiger kann ich nur empfehlen, geiles Zeug. Rüstung, mein Handy, mein Geldbeutel, Navigations- und Kommunikationsgeräte und natürlich Puder und Schminkzeug. Wir wollen uns jetzt also anschauen, welche Gegenstände ich ins Survival-Pack reinmachen würde. Und da sprechen wir jetzt erstmal über das große Päckchen. Also etwas, das kann man demjenigen mitgeben, der sagt, okay, ich bin eher Anfänger. Das wären dann diejenigen, die sich einfach als weniger erfahren eingestuft hätten. Wichtig ist, jeder Gegenstand sollte eingesetzt werden. Der sollte nicht vergraben werden, weil das wird dann langweilig. Dann sitzt man nur ab. Sondern die Gegenstände werden tatsächlich jeweils immer gebraucht. Also um das vielleicht... jetzt mal wieder ein bisschen weg von diesem ganzen Flachs und hinterher, und wir natzen uns hier wirklich mal ein bisschen zu ernsten Themen zu gehen, weil das finde ich auch spannend, was er jetzt hier erzählt, also wirklich. Dieser Punkt mit, er spielt ja auf Sascha an, Gegenstände vergraben und mehr Möglichkeiten und so weiter. Ja, gebe ich absolut recht, natürlich hast du mit mehr Gegenständen mehr Möglichkeiten. Für mich persönlich ging es in der zweiten Staffel in Panama bei Seven Wars Wild darum zu gucken, Erfahrungen zu sammeln. Wie komme ich klar mit nur einer Machete? Es ging nicht darum zu sagen, ich bin der größte Motherfucker, ich zeige euch, wie ich mit einer Machete klarkomme. Wenn es so rüberkommt, tut es mir leid, war nicht meine Intention. Meine Intention war, wenn ich mit einer Machete dort reingehe und versuche 7 Tage lang klarzukommen, dann löst das in mir etwas aus, wo ich denke, okay, das könnte krass werden, das könnte hart werden, wie komme ich mit der Situation klar, wie komme ich mit der Situation klar? Und genau das war der Punkt, den ich dort damit austesten wollte. Und die Filmerei ist die Dokumentation davon. Ja? Ich wollte einfach diese Erfahrung machen. Wenn ich natürlich für jedes Problem, was auftreten kann, einen passenden Gegenstand in meinem Survival-Kit mit dabei habe, dann ist das förderlich, dann ist das gut, dann kannst du viel machen. Aber dann hast du oft auch die Lösungen halt einfach mit. Und mir ging es gerade darum, diese Lösung nicht mitzuhaben und zu gucken, wie komme ich ohne den ganzen Kram klar. Wenn du dir ein Survival-Kit zusammenstellst, dann versuchst du Redundanzen zu vermeiden. Also man nimmt keinen Wasserfilter und Wasserentkeimungsmaterial mit oder einen Wasserfilter und einen Topf, mit dem man abkochen könnte. Das ist redundant. Außerdem nimmst du nur diese Gegenstände auch wirklich mit, wenn du begrenzte Mengen oder eine begrenzte Anzahl hast, die du auch unbedingt benötigst oder auch verwenden wirst. Also Kopfschmerztabletten, die du vielleicht benötigst, wirst du nicht einpacken. Dafür aber beispielsweise andere Gegenstände. Wir beginnen. Erstens, ein Tarp. Ganz, ganz wichtig. Ein Tarp in Survival Kit? Ich lasse das mal ein bisschen laufen, aber ich habe jetzt schon eine Frage, wenn er ein Tarp in sein Survival Kit packt, wo ist dann der Unterschied zwischen einem Bushcraft-Ausflug? Also dann kannst du dir doch einfach einen ganz normalen Bushcraft-Rucksack packen. Oder einen Tourenrucksack. Hä? Also sei mir jetzt mal nicht böse, aber wenn du dir da jetzt da einen Tarp in dein Survival Kit einpackst, jetzt bin ich ja völlig verwirrt. Wenn du irgendwo bist und du musst dir eine Notunterkunft machen und hast auch irgendwelche anderen Aufgaben zu bewältigen, brauchst du ein Tarp. Du kannst beispielsweise sowas hier verwenden, das ist ein Wingtarp. Damit kannst du dir eine Notunterkunft, eine sehr geräumige Notunterkunft aufstellen. Die kannst du ja erweitern mit Palmwedeln und mit Holz. Man muss damit trotzdem knoten können. Es ist nicht immer ganz so einfach. Wenn du kein Tarp haben möchtest, dann nimm wenigstens einen Poncho mit. Der Poncho alternativ zum Tarp ist ein großes Regencape. Mit diesem Regencape kannst du ebenfalls ein Regendach herstellen. Du brauchst eine trockene Fläche. Wenn du nicht in der Lage bist, ein dichtes Dschungeldach zu bauen oder auch in anderen Gegenden eine Notunterkunft zu bauen, dann brauchst du etwas, das dich trocken hält. Wenn die Kleidung durchgenässt ist, gibt es Grabenfuß oder Immersionsfuß. Es gibt Entzündungen. Das kann alles vermieden werden. Ein Dach mitnehmen. Mal eine kurze Frage an euch. Was glaubt ihr, ist interessanter
für einen selbst und auch für den Zuschauer, wenn man 7 Leute mit einem Tarp auf eine tropische Insel in der Regenzeit packt. Man sieht in der ersten Folge, wie das Tarp aufgebaut wird und dann sitzen die Leute im Regen darunter. Oder es ist vielleicht herausfordernder und auch spannender für den Zuschauer, 7 Leute auf eine tropische Insel in der Regenzeit zu schicken, ohne ein Dach über dem Kopf. Und die müssen eigenständig gucken, wie sie dieses Dach aus Naturmaterialien, eventuell Müll, selbst improvisieren. Ist eine rhetorische Frage gewesen. Daneben, ganz klar, ein Werkzeug. Das kann dein Messer sein. Meine Empfehlung ist immer, nimm das Messer, mit dem du am besten umgehen kannst. Dein Messer und nur das. Wenn du ein bisschen männlicher sein willst, dann nimm halt eine Machete mit. Und ich verstehe nicht dieses Männlichkeitsding, Männlichkeitsding. Joe, du warst, glaube ich, auch schon viel in der Welt unterwegs. Ich weiß nicht, ich habe deine Biografie nicht gelesen. Würde mich tatsächlich mal interessieren, was du alles für Touren gemacht hast. Aber sicherlich schon sehr, sehr viel. Wenn du einmal irgendwo auf dieser Welt im Dschungel unterwegs warst, mit Locals, mit Einheimischen, dann siehst du, dass die alle mit einer Machete rumrennen. Warum? Nicht, weil die toxisch männlich sind, sondern weil das Ding einfach absolut Sinn macht. Weil das ein geiles Werkzeug ist, mit dem du im Dschungel gefühlt alles machen kannst. Das war dann wirklich ein Werkzeug, mit dem du umgehen kannst. Eine leichte Machete. Was wird denn mit der Machete gemacht? Mit der Machete wird gerodet und man schlägt sich seinen Weg frei. Wir haben bei allen Teilnehmern gesehen, die sitzen am Strand rum und sagen, naja, ich kann nicht in den Wald rein, da sind Pflanzen. Ja, was denkt ihr, für was die Machete denn gedacht ist? Ist leider in dem Fall einfach eine Falschaussage. Hat nichts mit der Realität zu tun, was du gerade gesagt hast. Ich würde dir empfehlen, die Folge nochmal anzugucken. Man kann natürlich auch mit dem Messer vorankommen, sehr viel langsamer. Und es dauert Stunden, um 10, 20, 30 Meter durch dieses dichte Dickicht durchzukommen. Dafür ist man in den Tropen und dafür hat man die Machete. Also, wenn eine Machete, dann ein leichtes Ding. Das hier war mal eine Arbeitstippe, die hatte ich schon in Australien 2-mal dabei. Das ist sehr, sehr stabiler Stahl. Und das ist eine Fiskars, glaube ich, ne? Wenn ich den Griff so angucke. Und wenn man damit mal in den Boden hackt, dann ist die auch nicht sofort kaputt. Die hatte früher mal so einen Haken. Ich komme damit aber sehr viel besser klar. Oder das hier ist ein ganz klassisches Golok. Sieht geil aus, das Ding, gefällt mir. Damit kann man gut arbeiten. Die Dinger sind sportbillig. Wenn die ein bisschen rosten, dann kann man die abpolieren. Stört überhaupt nicht. Es muss aber eine Machete sein, mit der du umgehen kannst. Wenn es irgendwie so ein schweres Ding ist, mit dem du nicht auskommst, dann hilft es wenig. Lieber ein kleines Messer, mit dem du umgehen kannst, als ein zu großes Messer. Feuer. Diese Dinger hier sind eigentlich idiotensicher, wenn man geübt hat. Ja. Für alle Survival-Instrumente gilt, du musst damit üben. Absolut. Ohne Übung funktioniert das nicht. Du kannst es nicht einpacken und sagen, hey, ich gehe irgendwo hin, pack das Ganze aus und kann mir dann damit irgendwie Notunterkünfte und Feuer machen. Üben, und zwar nach möglichst realistischen Umständen. So ein Feuerstahl, der ist universell einsetzbar. Also wir können beispielsweise, wenn wir unsere Notunterkunft aufgebaut haben, ein kleines Feuerchen drunter machen. Was hilft das? Wir können beispielsweise Mangroven auflegen, frische grüne Mangroven einfach an die Seite legen. Der Qualm hält Sandmücken weg. Ja. Sandmücken sind Überträger der Leishmaniose, eine Filariose oder eine Erkrankung, die in der Haut lebt. Keine Filariose, einzellige Mikroorganismen, die unter der Haut leben. Kannst du alles mit Feuer fernhalten? Du kannst mit Feuer Wasser genießbar machen. Du kannst mit Feuer... Absolut, ey, bin ich komplett dabei. Es ist halt nur die Frage, ob es halt auch spannend ist zu sehen, was machst du, wenn du das nicht hast. Und das ist ja immer die Frage, wie du rangehst an so ein Projekt. Willst du alles dabei haben und einfach nach Lehrbuch abarbeiten? Oder willst du auch mal gucken, was passiert denn, wenn ich den ganzen Scheiß alles nicht habe? Lebensmittel genießbar machen. Ganz, ganz wichtiges Ding, wenn du nicht in der Lage bist, Feuer zu bauen oder Feuer zu sägen. Feuersägen ist übrigens sehr viel schwieriger als Feuerbauen. Nur mal so nebenbei. Wer ein bisschen Erfahrung hat, weiß das natürlich. Vor allem mit so einem Feuerstarter, ganz, ganz wichtig, üben, üben, üben. Du musst wirklich dieses Ding beherrschen. Das ist nichts, das du einfach so auspacken kannst. Du musst wissen, wie du Zunder damit entzünden kannst, wie du Feuerchen bauen kannst, wie du es wasserdicht abdichten kannst. Das Ganze findest du hier oben in dem Video über den Feuerstarter nochmal. Ja, gebe ich ihm recht mit diesen ganzen Aussagen, absolut. Wenn wir das haben, dann wollen wir etwas zum Trinken. Jetzt können wir einen Wasserfilter mitnehmen, aber ein Wasserfilter lässt sich wirklich nur zum Wasserfiltern verwenden. Die Filter, die verwendet worden sind, ist ein Hohlfaserfilter mit Carbonkern. Kann man verwenden. Ich persönlich bin kein Fan davon, weil man die nicht warten kann und die haben irgendwie so eine Kapazität von 250 Litern. Das ist ein bisschen wenig für einen Wasserfilter. Deshalb lieber eine einwandige Metallflasche.
Idealerweise mit Metalldeckel, aber der ist es nicht so dramatisch. Damit kann ich Wasser sammeln, damit kann ich Lebensmittel sammeln. Ich kann Wasser und Lebensmittel kochen, abkochen. Wunderbare Möglichkeit, wenn ich Feuer habe. Also hier haben wir wieder etwas. Joe Vogel zum Schwimmen, Reiten und Tennis spielen? Die Einblendung verstehe ich immer nicht. Ich glaube, das sollen so Gags sein irgendwie, ne? Aber die zünden bei mir gar nicht. Joe Vogel zum Schwimmen, Reiten und Tennis spielen. Dass das nicht redundant ist. Wir brauchen dann kein Entkeimungsmaterial. Zusätzlich, ja. Das ist ja auch generell so ein Thema, das haben wir auch schon im Stream besprochen. Wasserfilter oder halt, wenn du eh einen Feuerstahl zum Beispiel dabei hast, lieber einen Topf oder eine Flasche zum Abkochen. Ja, kann ich nachvollziehen, was er sagt. Für mich ist das einfach eine persönliche Entscheidung, 50-50-Ding. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Wenn du ein Metallgefäß hast zum Abkochen, ist es Multi-Use. Du kannst damit noch mehr machen. Klar, du kannst damit Sachen sammeln. Ja, aber Sachen sammeln kann ich auch in einer Hosentasche oder, keine Ahnung, mir eine Schale bauen aus Birkenrinde oder whatever, ne? Ich kann da mir drin eine Suppe kochen, ja. Kann das zubereiten, aber auch einfach auf der Glut machen. Brauche ich nicht, so. Der Vorteil ist beim Wasserfilter halt, du kommst an eine Wasserstelle, bupp, zack, filtern, trinken. Bei dem Wasser musst du erstmal Feuerholz, Zunder, Feuer entfachen, vielleicht eine kleine Halterung bauen oder reinstellen, wie auch immer, warten, bis abgekocht ist, abkühlen lassen. Das verbraucht Energie, ne? Und ich finde einen Topf oder eine Metallflasche definitiv cooler, vom Feeling her, auf jeden Fall. Aber ein Wasserfilter finde ich effizienter. Tatsächlich. Auch wenn er nicht so Multi-Use ist. Aber die Multi-Use-Geschichten, die Metallgefäße haben, sind mir nicht stark genug. Wie gesagt, zum Sammeln, ja, packe ich irgendwo rein, scheiß drauf. Ja, dann kann ich mir halt keine Suppe kochen. Ja, ist doch scheißegal. Natürlich, Nahrung. Wir finden zwar auf tropischen Inseln oder überall meistens genügend Kleintiere, aber herrlich, das ist eines meiner Gegenstände, die ich immer dabei habe. Fishing Kit, ja klar, kann ich verstehen. Haben wir ja in der ersten Staffel gesehen. Kann man alles fangen. Wir haben hier ein paar größere und kleinere Ösenhaken drin, für diejenigen, die Knoten nicht so gut können. Das ist einfacher als mit Blättchenhaken. Ja. Und dann habe ich hier Angelleine drin. Das geflochtene Angelleine, das ist richtig stabiles Zeug. Die hält wie viel? 30 Kilo. Damit kann ich auch Schlingen bauen, wenn ich eine Schlinge bauen möchte. Und mit diesen Angelhaken fange ich natürlich nicht nur Fische, natürlich überall in der Wildnis en masse. Ich kann damit Vögel fangen, ich kann damit Reptilien fangen, Schildkröten oder Warane, die gehen alle da drauf. Einwandfrei. Ich vermute mal, er meint damit hier, wie heißen die? Schlingfallen? Also er wird ja nicht mit dem Haken den Varan angeln, sondern er wird wahrscheinlich mit der Angelsehne Schlingfallen bauen. Ich weiß nicht, ob es der richtige Name dafür ist. Wenn es vor Ort sogar Krokodile geben sollte, dann kannst du damit auch ein kleines Krokodil fangen. Also immer dabei und ich habe mich unterwegs auf... Er ist an dem Sinn von dem Format komplett vorbeigewandert, oder? Ja, ist er leider. Deswegen, der Punkt ist... Das, was er jetzt gerade alles zeigt, das kann ich nachvollziehen. Das hat ja auch Hand und Fuß, wie man so schön sagt. Aber er hätte das Ganze einfach in einen anderen Kontext bringen müssen. Nee, nicht müssen. Müssen nicht. Muss er gar nichts. Aber es wäre halt, glaube ich, cleverer gewesen, einfach zu sagen oder das zu formulieren im Sinne von, mit diesem Survival-Kit wäre Seven Worlds weit spannender gewesen. Oder irgendwie sowas. Ne? Aber zu sagen, dass alles falsch ist und das ist Quatsch und du musst das so machen, das ist halt immer das Problem. Wenn du den Leuten halt immer aufzwingst, das ist wie mit dem ganzen irgendwie Umweltschutz und sonst was, du musst, dann läuft sowieso immer schon mal gar nicht. Weil dann kommt sofort die Anti-Haltung. Meine Expedition so häufig nur von Fisch ernährt, entweder das da oder wenn du in der Lage bist, dann mit Speer oder anderen Fischfallen. Aber das da ist einfach Grundausrüstung. Jetzt haben wir Nahrung, Wasser, Werkzeug, Unterkunft. Ja, sehr, sehr einfach. Paracord, 30 Meter Paracord, kann man mitnehmen. Ist jetzt nicht so das absolute Wichtigste, weil man häufig draußen Materialien findet, mit denen man Leinen herstellen kann oder sogar... Aber wichtig, kein Müll nehmen. Wenn ihr Müll als Schnur nehmt, ist kein Survival mehr. Das haben wir gestern noch gelernt bei jemand anderem. Ne? Sobald du irgendwo in der Natur... Müll findest und da sollte irgendwas Schnurmäßiges dabei sein, ihr hat es mit Survival nichts mehr zu tun. Wiederholung. Taue, Leinen, Netze vergleichbar ist, aber es ist schon sehr, sehr hilfreich. Meine Empfehlung, so ein Ding dabei haben, es ist einfach eine deutliche Erleichterung. Und dann kommen wir zum Schluss und damit haben wir eigentlich fast alles. Das ist eine richtig anständige Kopflampe. Das Ding hier, das gibt es, glaube ich, wahrscheinlich noch gar nicht mehr zu kaufen. Das ist Kopflampe hatten wir ja dabei als Produktionsequipment, damit die Leute
überhaupt was zeigen können nachts, damit man mit der Kamera was sehen kann. Ja. Von Black Diamond mit einem Lithium-Akkupack hinten drauf. Das verwende ich nebenberuflich über tausende von Stunden in der Nacht, also buchstäblich. Und wir haben hier die Möglichkeit, etwas nachts zu machen. Nachts wird es dunkel und die Nacht ist lange. Und weiß er eigentlich, dass wir Kopflampen dabei hatten? Wir haben alle gesehen, wie die Kopflampe, die nur zum Filmen gedacht worden ist. Okay, sorry. Sowieso die ganze Zeit eingesetzt worden ist. Fehler im System. Selbst Fritz nimmt ja die ganze Zeit seine Kopflampe, um zu arbeiten bei Nacht. Natürlich ist... Warte mal, was? Fehler im System? Warte mal. Filmen gedacht worden. Und die Nacht ist lange. Und wir haben alle gesehen, wie die Kopflampe, die nur zum Filmen gedacht worden ist, ja sowieso die ganze Zeit eingesetzt worden ist. Fehler im System. Hä, das ist doch okay, das ist doch erlaubt. Natürlich kann die Kopflampe auch dann benutzt werden, wenn die Kamera aus ist. Ist doch logisch. Als ob du sagst, also wenn die Kamera anmachst, darfst du die Kopflampe verwenden, aber wenn die Kamera aus ist, muss die Kopflampe wieder ausmachen. Das ist ja Quatsch. Es geht darum, dass die Kopflampe einfach Teil des Produktionsequipments ist und komplett genutzt werden kann. Die haben wir einfach on top dazugegeben. Zum Filmen, aber natürlich kannst du die auch außerhalb des Films nutzen. Logisch. Das ist kein Fehler im System, das sind unsere Regeln, die haben wir uns so ausgedacht. Aber auch geil, er sieht doch nur, was gefilmt wurde, woher weiß er was anderes? Stimmt, eigentlich weißt du es ja gar nicht, weil du siehst ja immer nur, wenn es gefilmt worden ist. Du weißt ja gar nicht, ob das Licht aus ist, wenn die Kamera aus ist, weil wenn die Kamera aus ist, kannst du ja gar nicht sehen. Selbst Fritz nimmt ja die ganze Zeit seine Kopflampe, um zu arbeiten bei Nacht. Natürlich ist es wichtig, dass man nachts etwas sehen kann. Also, ja. Kopflampe dabei. Ja. Das ist mein Survival-Kit. So, warte, jetzt will ich aber nochmal... Scheiße. Ich will mal einen Frame haben, wo man alles sieht. Survival-Kit für den etwas... Warte mal, scheiße. Dabei. Das ist mein Survival-Kit. Okay, pass auf. Wir haben ein Tarp oder Poncho. Wir haben ein Werkzeug, Messer, Machete oder sowas. Wir haben ein Feuerstahl. Wir haben eine Flasche, Angelset, Paracord. Noch was vergessen? Haben wir noch irgendwas vergessen? Ja, die Lampe zähle ich nicht mit, weil die Lampe war Produktionsequipment bei uns. Nee, Schlafsack hat er nicht dabei. Nee. Ja, Poncho hat jetzt eins gezählt. Ja, klar, Tarp oder Poncho, hat er ja gesagt. Das Witzige daran ist, dass er jetzt 6 Gegenstände gezeigt hat. Er hätte quasi das Video auch einfach aufbauen können. Das wären meine 7 Gegenstände für Seven Rivers Wild. Ganz anderer Kontext. Beziehungsweise, oder hätte sagen können, das wären die perfekten 7 Gegenstände für Knossi gewesen oder so. Also wisst ihr, wie ich meine? Es ist ja quasi das System, was er jetzt quasi erfüllt hat in Schweden. Kann das sein, dass das bis auf den Schlafsack meine 7 Gegenstände in Schweden waren? Na klar. Ich hatte das Tarp bei. Ich hatte meine Kukri bei. Feuerstahl. Metallgefäß, also Topf. Paracord. Fishing Kit. Und Schlafsack. Das ist das Einzige, was nicht drauf ist. Das, was er hier zeigt... ist 1:1 das, wofür ich mich entschieden habe in Schweden. Bis auf den Schlafsack, der halt noch hinzukam. Der passt natürlich nicht in den Rucksack. Finde ich schon ein bisschen witzig. Hat schon irgendwie ein bisschen ganz eigenen Humor, diese Auswahl. Alles falsch. Komplett. Mein großes Survival-Kit für den etwas geübteren, nein Quatsch, für den ungeübteren Teil. Ach so, das war jetzt für den Ungeübten. Ja, naja, passt doch. Schweden, ich war noch nie 7 Tage lang allein irgendwie draußen mit wenig Ausrüstung, habe ich mich für genau diese 7 Sachen, war nur der Schlafsack dabei, entschieden, ja. Okay, haben wir jetzt alles zusammen. Jetzt zeige ich dir das Ganze für den geübten Teilnehmer. Okay. Ein Großteil der hier gezeigten Gegenstände verlinke ich dir unten als Affiliate-Link. Ganz wichtig, du kannst die natürlich auch überall sonst kaufen und du musst die noch nicht mehr kaufen. Ganz viele Dinge, zum Beispiel Tarps, kannst du dir aus einem alten Zelt zusammenbauen. Du musst nicht Paracord nehmen, du kannst auch irgendwelche Paketleine nehmen, alte Kopflampe, altes Küchenmesser oder wie gesagt, eine alte Arbeitsmachete. Ein altes Küchenmesser. Ich stell mir gerade vor, wie du so Bushcraft-mäßig oder wie auch immer mit einem alten Küchenmesser unterwegs bist. Das weiß ich nicht, ob das so geil funktioniert. Ja, für den kleinen Scheiß bestimmt schon, aber wenn du jetzt so betonen willst und spalten willst, ja, vielleicht. Völlig egal, pack dir so ein Ding zusammen, geh raus, üb. Was habe ich also in meinem kleinen Kit drin, ja, das man als Erfahrener mitnimmt? Und da ist es auch so, wenn du so ein bisschen Poser bist und du sagst, okay, ich komme mit sehr viel weniger klar. Ja, immer wieder dieses Poser-Ding, ne? Poser, toxische Männlichkeit, bla bla bla. Verstehe ich nicht. Hat's nicht ganz verstanden. Haben wir die Gegenstände, die dir über... Okay, das sieht auf jeden Fall hier schon deutlich kleiner aus. Bin sehr gespannt. Das wird ein Biwaksack sein, schätze ich mal. Die erste Nacht helfen. Hier haben wir beispielsweise einen
kleinen Notfallbiwak, sagt er, ist auch so Reflektorfolie, die kannst du in der ersten Nacht nutzen und dann beispielsweise zerschneiden und dir ein Dach draus machen oder Wasser damit sammeln oder was. Ich habe tatsächlich, könnt ihr euch an das Video erinnern, ich habe mal versucht, in so einem Ding zu pennen, war im Winter, ja doch, es war im Winter, sogar auf Stroh. Ich habe abgebrochen, das Ding. Mir war so scheiße kalt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass das Ding auch nur ansatzweise irgendwas gebracht hat. Falls sich jemand noch an das Video erinnert. Ist schon sehr lange her. Was weiß ich, ähnlich diese Notfallponchos oder einfache Rettungsdecken. Hier haben wir schon mal die Notunterkunft einigermaßen abgedeckt. Wichtig ist, in der allerersten Nacht schläft man normalerweise nicht sonderlich gut und hat keine gute Behausung, wenn man mittags, nachmittags ankommt irgendwo. Aber wenn du auf Dauer in solchen Regionen übernachtest, wie beispielsweise in Überflutungszone oder noch schlimmer in einer Auswaschung, verstehe ich nicht. Jeder, der jemals am Meer, also am Strand war, weiß, wie unglaublich instabil diese Auswaschungen sind. Die können jederzeit runterkommen. Das sind 2-3 Tonnen Stein und Kies. Du hast keine Chance, das zu überleben. Also das ist super, super gefährlich. Eine einfache Notunterkunft, wenn du es nicht schaffst, in der ersten Nacht was Gescheites zu bauen, dann hast du hier etwas. Dann haben wir, wenn ich nicht mein Set dabei habe, ein Messer, ein kleines Handmesser, mit dem ich das meiste arbeiten kann. Also hier kann ich Dinge abbrennen. Ich kann damit auch einen Platz roden. Ich kann mich damit auch durch den Dschungel schlagen. Das will ich mal sehen, wie er damit einen Platz rodet mit dem Ding. Also klar, geht alles. Ja, ja, doch. Notwendig. Aber tatsächlich, also wenn ich jetzt angucke, wie groß dieses Kit war, dann würde ich doch lieber, das müsste da auch reinpassen, ein feststehendes Messer mitnehmen, oder? Da kannst du wenigstens halt irgendwie halbwegs betonen, ohne mit diesem Klappmechanismus, wäre mir zu riskant. Da würde ich lieber irgendwie ein feststehendes Messer mitnehmen, meinetwegen auch nur mit einer, irgendwie keine Ahnung, so 8 cm Klinge oder irgendwie sowas, aber lieber was aus einem Stück ist. Es dauert, wie gesagt, sehr viel länger, aber dafür ist es ein universales Werkzeug. Wenn wir schon mal dabei sind, hier haben wir einen Feuerstarter. Das wäre jetzt ein Magnesiumfeuerstarter, so ähnlich wie diese Funkenstähle, aber da ist schon ein Feuerstarterzünder dabei. So, Magnesium macht man Späne und das wird dann entzündet. Zeige ich dir mal. Es gibt ein uraltes Video hier auf dem Kanal, aber das ist mir zu alt, als dass ich das verlinke. Dieser Magnesiumfeuerstarter ist übrigens ein Geschenk von meinem lieben Freund Sepp Fischer. Falls jemand den Kanal Waldhandwerk kennt, schaut gerne mal bei dem vorbei. Also hier haben wir eine Möglichkeit, Feuer zu machen. Alternativ so etwas. Ich weiß, Feuerzeug ist nicht erlaubt. Das hier ist ein ewiges Streichholz. Hier haben wir einen Docht und hier ist Benzin drin und das kann ich entzünden. Also er meinte jetzt gerade, Feuerzeug ist nicht erlaubt. Ich denke mal, das bezieht sich jetzt auf die Regeln von Seven vs. Wild. Funktioniert es nicht, weil derzeit kein Benzin drin war. Aber das ewige Streichholz wäre natürlich auch nicht erlaubt. Das ist ja ein Feuerzeug. Ist ja nur eine andere Mechanik. Du drückst beim Feuerzeug drauf, pupp, und da nimmst du das raus und machst wupp und hast die Flamme. Also es ist ja faktisch ein Feuerzeug, ein Zeug, mit dem man Feuer ganz easy per Klick macht. Wäre natürlich auch nicht erlaubt gewesen, ne? Falls er jetzt darauf anspielt. Aber das hält auch über Monate. Joe Vogel kann so gut entzünden wie Otto? Verstehe ich wieder nicht. Monate, da sicher drin ist, während wenn. Ich stelle mir bei dieser Bauchbinde, ne? Gerade zum Beispiel, die jetzt gerade war, kann entzünden wie Otto und sowas. Stell ich mir ja vor, dass er ja im Nachhinein irgendwo am Rechner, Laptop, was auch immer sitzt, das schneidet und sich dann im Nachhinein überlegt, ey, das wäre jetzt eine geile Idee, wenn ich da jetzt eine Bauchbinde reinmache und da reinschreibe, wie Otto. Das wäre geil. Das mache ich. So, weißt du? Also die Situation stelle ich mir dann vor und frage mich so, raff ich nicht. Ziehen, Feuerzeug, nur eben kein Feuerzeug, wenn man sich an die Regel halten möchte. Aber das nur nebenbei. Nee, das wäre natürlich nicht regelkonform. Also, sei mal nicht böse, aber natürlich ist das eine Art Feuerzeug. Logisch. Keine Diskussionsgrundlage. Gut, das Angelkit ist immer dabei. Ich habe immer was zu essen, wenn ich dieses Ding mitnehme. Immer. Also da gibt es keine Möglichkeit zu hungern. Und ihr müsst... Na, bin ich mal gespannt, wie du mit dem Ding in der Sahara einen guten alten Sandshark rausziehst und dir dann auf den Sand grillst. Ihr müsst etwas essen, sonst seid ihr demotiviert und sitzt 7 Tage ab und bekommt Durchfall und jammert. So, dann haben wir Unterkunft 1, also 1 davon. Feuer 2. Jeweils 1 davon. Messer 3. Angelset 4. 5. Mikropur. Ich möchte keine Redundanzen. Also
habe ich in meinem kleinen Täschchen auch nicht genügend Platz, um beispielsweise einen Wasserfilter mitzunehmen und auch keine Flasche. Gibt es Mikropur als... War ein Mikropur, ist jetzt gefährliches Halbwissen, war Mikropur nicht als Tabletten, als Entkeimungstabletten? Und das Fläschchen von Mikropur, ich bin der Meinung, ich habe das auch, ist dafür da, um den Chlorgeschmack wieder rauszubringen? Warte mal, das interessiert mich jetzt gerade. Mikropur. Guck mal, es gibt Mikropur-Forte. Das sind hier diese Tablettchen. Die kenne ich zum Entkeimen. Und dann gibt es dieses Fläschchen. Wasser, Entkeimung, Konservierung. Ach krass, das gibt's auch als Fläschchen. Das wusste ich gar nicht. Ich habe immer nur gesehen, dass es dieses Fläschchen gibt, um den Chlorgeschmack wieder rauszunehmen. Aber wahrscheinlich ist dann das. Ah, guck mal hier. Ja, geiles Learning. Das ist das Blaue. Neutralisiert den Chlorgeschmack im Trinkwasser. Und das, was er gezeigt hat. Das Rote ist zur Entkeimung. Wasser, Entkeimung, Konservierung. Geil. Ja, krass, wieder was dazugelernt. Das wusste ich gar nicht. Ich kannte nur die Tabletten. Vielleicht hast du ein kleines Becherchen, das du verwenden kannst. Alternativ einfach Mikropur. Ich kann Wasser in meinem Tarp sammeln. Ich kann Wasser irgendwo in irgendwelchen natürlichen Behältnissen sammeln und mit Mikropur Forte entkeimen und trinkbar machen. Dieses kleine Fläschchen, das hält für mehrere hundert Liter. Also hier brauche ich 3 Tropfen, um 1 Liter Wasser wirklich zu entkeimen. Und da werden auch Kryptosporidien, Mikrospora und dergleichen abgetötet. Vor allem in den Tropen sehr zu empfehlen. Also damit bist du eigentlich, was das Trinkwasser angeht, ziemlich sicher. Wir haben also Unterkunft, wir haben Werkzeug, wir haben Nahrung, wir haben Feuer. Da haben wir meinetwegen noch etwas Paracord, damit wir ein 6 haben. Und was? Noch etwas Paracord, damit wir ein 6 haben. Paracord, damit wir ein 6 haben? Ein 6 haben? Da haben wir meinetwegen noch etwas Paracord, damit wir ein 6 haben. Ein 6 haben? Und einen 6. Gegenstand, meint er damit? Ach so, er hat das jetzt, ach so, weil er das aufgebaut hat im Sinne von 7 Gegenstände auswählen, oder? Ach so, 6. Gegenstand. Okay. Ein 7, eine kleine Kopflampe, okay. Wie vorhin. Okay, beruhigt euch. Nachtlicht und ihr verwendet es sowieso. Also dann nehmt einfach auch eine Kopflampe mit, nutzt die. Die ist jetzt eine ganz kleine Kopflampe, die macht sehr viel weniger Licht, aber dafür passt ihr auch in das kleine Täschchen rein. Wenn wir jetzt noch ein bisschen cheaten wollen, dann haben wir das hier. Da packen wir alles rein und verschweißen es. Das ist eine Vakuumfolie, die wird normalerweise von Jägern für Fleisch verwendet. Ist das eine geile Idee? Das feiere ich. Das Zeug mit diesem Vakuum und dann verschweißen, also vakuumiert, doch, das ist geil. Aber musst du, na gut, das kriegst du schon irgendwie auf, ne? Mit dem Stein oder so zur Not, ja, das kriegst du auf. Von Fleischern. Da habt ihr das Material sicher verpackt, es kann nicht kaputt gehen und diese Folien haben ein... Achso, die haben sogar so ein Einreißding. Perforation. So. Ja. Und dann habe ich hier noch ein Gefäß zum Wassersammeln. Wenn es unten zugeschweißt ist, natürlich. Jetzt ist es nicht zugeschweißt. Aber wenn ihr was drin eingeschweißt hattet, dann habt ihr jetzt ein Gefäß zum Wassersammeln, zum Wasser entkeimen, um Nahrung... Das feiere ich. Das finde ich geil. Mit dieser Vakuumierung, das hat irgendwie was. Würde mich mal interessieren tatsächlich, wenn ihr dieses Set jetzt da komplett reinpackt und einvakuumiert, wie das dann aussieht, wie groß das ist. Und theoretisch brauchst du es ja dann nicht mal mehr in diesen Pouch packen. Dann kannst du das ja eigentlich... Dann hast du ja schon eine Verpackung. Dann kannst du das ja so in eine Hosentasche packen oder in einen Rucksack oder was. Drin zu transportieren. Unvergleichbares mehr. Wenn wir schon mal dabei waren, heute auch noch ein weiteres Shoutout und zwar an Matthias Busch, aka Jackknife. Hier mein Opinel, mein Original Opinel. Den Jackknife kenne ich jetzt auch schon seit bestimmt fast 20 Jahren. Ich habe ihm versprochen, dass ich ihm mal eine Wildsau mit diesem Opinel abschwarte. Werde ich machen, also hier. Abschwarten ist wahrscheinlich zerlegen oder sowas, ne? Es wartet auf dich. Und jetzt geht es darum, welches Buch schenke ich Nova? Nova bekommt von mir eines dieser Bücher geschenkt. Und zwar hat sie ein Beil verwendet. Und das ist das Buch Äxte, das ich zusammen mit meinem Kollegen Oliver... Da freut sich Nova bestimmt drüber. ...lang 2020 rausgegeben. Aber warum kriege ich nichts? Joe, ich möchte auch was. Ich möchte doch lernen. Ich habe schon 2 Bücher von dir gekauft. Ich habe die da. Die sind da hinten in der Kiste. Er glaubt, ich hole das raus jetzt. Ihr glaubt mir nicht, ne? Ich bin nämlich Ehrenfan von Joe Vogel. Der Joe heißt nämlich Johannes. Johannes Vogel, Trinkwasserversorgung in Extremsituationen, soweit Wissen für Notfälle und auf Reisen. Ne? Ich hab's mir durchgelesen, aber anscheinend hab ich's trotzdem irgendwie verkackt. Ist hier nochmal ein Bild vom Joe drin? Guck mal hier.
Geiler Typ. Ja, unterwegs. Oh, ich glaube, ich habe einen Schlag bekommen. Da, ja. So, Limmich. Ich mache hier ruhig noch ein bisschen Werbung für dich. Ist gar kein Problem, Joe. Aber muss ich tatsächlich sagen, ohne das jetzt böse zu meinen, es ist sehr, also es ist halt so geschrieben, wie ihr Joe halt kennt, ne? Also ich habe nur die Hälfte verstanden. Ne, das habe ich auch noch von dir. Komm mal hier. Johannes Vogel, tierische Notnahrung, Survival, Wissen für Extremsituationen. Komm mal an hier. Mit der Friese. Der Allerechte. Der Joe. Man kennt ihn. Da findest du alles über Äxte drin, wie du mit Äxten umgehst, welche Modelle es gibt. Ey, es wäre schon echt witzig, wenn ich einen Camping-Ratgeber rausbringe, oder? Wie du optimal richtig campen gehst. Wie du sie pflegst, wie du sie reparierst und vor allem aber auch, wie du damit richtig umgehst, ohne dich zu verletzen. Und Nova hat mit ihrem Beil einige Dinge getan, die super gefährlich sind. Also, das Buch kriegt sie, melde dich bei mir, dann schicke ich es dir zu. Ja, Nova wird sich bestimmt bei Joe Vogel melden, damit sie ihr Buch abholen kann. Ich werde sie mal fragen, ich sehe sie ja bald, ob sie schon ihr Buch hat. Ich mache so eine random Insta-Story und frage Nova einfach, während ich sie filme so, Nova, hast du dein Buch schon? Sagt sie, was für ein Buch? Ich so, dein Buch von Joe. Und wenn ihr des Französischen mächtig seid, das Buch ist mittlerweile auch in Frankreich und Kanada raus. Klar kann ich Französisch, habe ich gelernt bei Thomas Gast. Très bien, je suis, je m'appelle, voulez-vous, couchez avec moi, ce soir, je ne sais pas, Baguette. Rausgekommen. Das Renault Croissant. Heißt, so wie es für mich, der kein Französisch spricht, sich eher nach einer Beleidigung anhört, Asch, und ja, ist in Frankreich und Kanada erhältlich. Was meinst du, welches Buch würdest du Nova schenken und welche Gegenstände würdest du in dein persönliches... Ja Leute, schreibt doch bitte mal in die Kommentare, welches Buch würdet ihr Nova schenken? Das würde mich wirklich sehr interessieren. Schreibt das doch mal in die Kommentare. Seven vs. Wild Survival Kit reinpacken. Schreib's mir unten in die Kommentare. Außerdem, was hältst du von der Idee, dass jeder Teilnehmer bei einer potenziellen Staffel 3 Seven vs. Wild alle Gegenstände aus ihrem Survival Kit benutzen müssen? Erstens, damit es ein bisschen weniger langweilig wird und das nicht so ein... Ja, zwingt doch mal die Leute dazu, vertraglich, dass sie die Sachen im Survival Kit nutzen müssen. Aussitzen wird. Und zweitens, dass sie so ein bisschen Hinweise bekommen, was man durchführen sollte, um sich dauerhaft draußen einzurichten. Schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten, ja, wenn dich dieses Video interessiert hat, wenn es für dich konstruktiv und produktiv war, abonniere diesen Kanal gerne, drück die Glocke und vielleicht packst du dir so ein kleines Survival-Kit ein. Und wenn es nicht ganz so kalt ist und auch nicht ganz so windig, geh raus, mach's gut, bleib gesund. Ehrenvideo, Daumen nach oben. Ich freue mich sehr auf Teil 3.